Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 15 Ultimate Team. Heute stelle ich euch mein neues Team vor. Ich habe das italienische Team wieder verkauft. Ja, ich weiß nicht, ich war nicht ganz zufrieden damit. In der Zwischenzeit hatte ich ein französisches Team, was dann aber auch nicht so doll war. Dann ein Skiller-Team mit Ronaldinho, Diego und ich glaube Douglas Costa im Sturm mit 5 Sternen Spezialbewegung. Ja gut, das war jetzt auch nicht der Bringer. Und jetzt habe ich so ein Mischmasch aus 3 Ligen. Das ist einmal hier portugiesische Liga mit Gaetan Lima, Nani und Martinez. Aus der Bundesliga mit Gustavo, Firmino und Dante. Sind sogar 4 verschiedene Ligen. Wow. Dann habe ich hier rechts noch Rafinha. Dann in der anderen Innenverteidigung habe ich David Luiz. Links habe ich Jefferson. Der ist auch noch aus Portugal. Und im Tor Diego Alves. Ja. Ist Diego Alves, ne? Ja. Ja, gut. Das ist die neue Mannschaft. Mit der starten wir dann auch direkt. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Ich habe mir jetzt gerade Luis Gustavo erst gekauft. Ich weiß nicht, wie er ist. Restliche Team ist gewöhnungsbedürftig, aber ich denke mal ganz gut. Der hat ein starkes Bundesliga-Team, wo der Name nicht passt. 4-3-3 ist OP. Ja. Passt irgendwie nicht. Alles klar. Seien Sie herzlich willkommen im Olympiastadion. Frank Buschmann und Manni Beugmann sagen guten Tag. Ja, dann gucken wir mal Jefferson. Über links mit Gaetan. Lima auf Firmino. Oh, erste Torchance. Beziehungsweise erster Versuch aufs Tor zu schießen. Ist okay. Lima auf Martins. Kommt aber nicht dran. Tarian. Kalou. Klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Kalou auf Blaschikowski. Ja, da ist aber Jefferson. Gaetan. Langer Pass auf Gustavo. Das ist ihm seine erste Chance. Aber Subotic drängt ihn ab. Olic. Seiner Übersicht konnte er den Ball ganz. Der hat auch Gustavo da hinten. Oh nein, 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 oh nein. Ja, wohl. Diego Alves. Hat aber auch nicht gut gemacht. Spielt er da für ein Mist? Jefferson, langer Ball. Nani. Martins, ja. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Finja kommt da nicht dran. Olic. Ja, der Spielaufbau war hier vielversprechend, aber dann. Oh, Nani! Nani! Martins. Ah. Lima. Sokrates. War das gut? Son, langer Pass auf. Vegetarian. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Der war gut. Die Kritsche. Firmino. Und schon Gustavo. Ein gutes Stellungsspiel. Jetzt ist er durch. Olic vergibt hier die große Chance. Das war knapp. Aber Diego Alves jetzt mit dem Abschluss. Gucken. So, auch mal ein bisschen nach vorne was bringen. Son. Okay. Nur meint, drauf zu schießen. Diego Alves. Kayu. Rafinha. Gustavo auf Dante. Martins. Lima.
Gustavo, Lima, Martins, aber Sokrates. Klärt er. Aus, Einwurf. Und Nani, erstmal. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Nein, da war ich nicht gut genug. Eine leichte Beute, so macht die Balleroberung. Firmino mit dem Schuss, aber weit drüber. Das war nicht so dolle. Gustavo. Schöner Pass. Salomon Kalou. Luis Gustavo. Na. So nicht. Sokrates. Subotic. Jemand kommt Bullic. So nicht dran. Bullic, Caillou, Gustavo. Klassische Anspielstation. So musst du na. Vorne drin im Mist. Zentrum arbeiten, die Mitspieler sehen und dann auch bedienen. Hab ich nicht aufgepasst. Rodriguez. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Luis Gustav. Martins kommt da nicht dran. Balleroberung im Mittelfeld. Ist der einzige, den ich noch wechseln muss, dieser Martins. Den würde ich jetzt gerne noch wechseln gegen Moutinho von Monaco. Und dann würde ich auch David Luiz auf die andere Seite packen und dann rechter Verteidiger noch wer ist da? Danilo reintun. Rafinha. Mann, die Pässe kommen nicht an. Komm, Rafinha. Oh. Oh, der swettet. Ah, das funktioniert nicht. Gustavo. Macht ein gutes Spiel bisher. Nani, komm. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Lima, Tor. Da ist es. Nani mit der Klassenvorarbeit auf Lima. Und dann hat man das Tor. Hier. Nani, schöne Vorarbeit. Und nichts zu halten für Adler. Ah, das war kein guter Pass. Oh, Blaschikowski gegen Firmino. Gewinnt Blaschikowski. Alter, das ist schnell. Blaschikowski! Dante. Gaetan. Gustavo gegen Gustavo. Nochmal Blaschikowski. Dante, Jefferson, Dante. Schön, Lima. Martins, Lima. Martins. Nani. Nani, Nani, Nani. Boah, das ist aber... Hallo. Das ist aber ein Elfmeter. Nani, komm schon. Son. Son, immer noch Son. Keine Chance dagegen, Nani. Und David Luiz. Rodriguez. Eine souveräne Leistung des Verteidigers. Boah, Alter. Hier ist ja Rugby angesagt. Rafinha. Gitarian. Nee, aber jetzt gibt es erstmal Halbzeit. Ah, ich weiß nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Er ist ziemlich viel im Ballbesitz. Einfach diese schnellen Spielart, aber ich soll erstmal ein bisschen vorsichtiger spielen. Na komm, geh doch dran, Junge! Finja! Alter. Musst du auch dran gehen. Diego Alves, komm. Martin, schön geklärt. Vor dem Gegner. Blaschikowski bewegt den Ball. Alter, ich lass mich hier so austanzen, das ist unfassbar. Und das sieht nach einer guten Torchance aus.
Nein, 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 Diego Alves. Das war aber... Lima auf Martins. Oh, Lima. Lima. Das ist Ding. Ja, hat er nicht gut verteidigt, kam er mit allen angestürmt und zack, schon durch. Lima ist noch nicht mal ein schneller Stürmer, der hat nur irgendwie 78 Tempo. Ja. Gut. Anschlusstreffer. Ist aber verdient. Sage ich gar nichts gegen. Der war mehr im Ballbesitz. Martins, komm. Martins. Viel resoluter dazwischen gehen. So frei darf man natürlich niemanden ziehen lassen. Gaetan! Ach Mann. Kam der von hinten noch angerannt. Caillou. Da will los. Da will los, kriegt den Freistoß. Dante. Martins! Schöner Schuss. Ja, bisher geht's ganz gut, sagen wir mal so. Könnte auch besser gehen. Mkhitaryan. Aha. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Genau, ja, genau. Luis Gustavo auf Martins. Martins Lima. Martins, komm! Ach Mann. Caillou. Luis Gustavo. Lima. Martins. Nani. Schön, er kriegt hier Unterstützung. Oh, da kommt Subotic wieder. Was ich stark finde in dem Spiel. Luis Gustavo, Firmino. Ach Mann, was ist das denn für ein Pass, ey? Behindert. Komm, mach einen langen Ball, ist mir egal. Da ist ein Spieler am Boden, könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Dante. Martins Lima. Martins Lima. Firmino, Gustavo, Martins. Es gibt aber. Hallo. Den schießt nicht David Lewis. Den schießt. Nein. Hallo. Hör doch mal auf damit, Mann. Junge, Junge. Weil ich gerade am Auswählen. Sollen wir Nani nehmen? Hat nicht so viel. Mit dem Gaetan. Der ist einfach Linksfuß. Jetzt 87. Oh, mit Bande. Großkreuz. Großkreuz kann doch nix, Junge. Olic. Ja, das ist Olic, der macht auch nicht viel. Großkreuz. Großkreuz, ja. Mist. Hätte ich gern das Tor gemacht. Olic. Der Schiedsrichter sagt sofort, das geht in Ordnung. Boah, Gustavo, komm schon. Nico Kaida Gaetan. Na. Gratis. Dante, Gustavo, Lima, Gustavo, Gaetan. Was für ein Auge, was für ein genialer Pass. Nani, ah, oh. Nani, was machst du denn? Steht er natürlich ganz gut, ganz sicher und regelt das locker. Schon im Mittelfeld holen sie sich. Boah. Das war aber eigentlich rot, ne? Ja, gelb.
das nicht in der Nähe vom Strafraum war, aber das war schon rot. Dante. Roberto Firmino. Nani, komm! Oh, dann wird der festgehalten. Egal, wir führen noch 2-1, also alles ist gut. Das Stadion zischt, das Stadion kocht, Buschi. Die Fans spüren genau, dass da noch was geht. Und jetzt ist mental. Ja, machen wir es immer sicher. Natürlich diese unfassbare Rückendeckung durch die Fans. Rafinha, Dante, schön. Rafinha, Nani, Martins. Kackt wieder. Und es ist noch alles drin. Es ist alles möglich in dieser Partie. Mkhitaryan. Dante, Rafinha, Martins. Das ist Gustavo Lima, komm! Ach man, Lima. Boah. Dante. Finja. Finja, komm! Komm, komm, komm! Roberto Firmino. Firmino! Ach man. Nein, was war das denn? Jefferson. Schön geklärt. Jetzt haben sie sich schön im Mittelfeld zurückgeholt. Roberto Firmino. Mkhitaryan. Los Gustavo. Macht gute Spieler. Ja, gewonnen. 2-1. Sehr gut. Das Endergebnis 2-2. Ja, ich würde sagen, Los Gustavo hat ein ganz gutes Eröffnungsspiel gemacht. Ich finde den gar nicht mal so schlecht. Also ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. 7000 ist dann noch schon relativ, na sagen wir mal, im Mittelfeld. Vor allem am Anfang ist das wirklich schon etwas teuer. Ja, 7,6 ist in Ordnung fürs erste Spiel. Lima natürlich bester Spieler des Tages. Ja, und damit vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part von FIFA 15 Ultimate Team. Tschüss.